Versuchst du es nochmal mit England, ja? Das würde ich machen. Ja. Ich würde das nicht helfen, aber. Ist ja theoretisch schon nicht schlecht. Ja, sie müssen dann auch mitkommen, da haben sie also gar keinen Bock drauf. Das ist dann vom letzten Mal sogar keinen Bock drauf. Vielleicht kommt der Kirchenstand ja mit. Hab ich halt nicht dran gedacht, dass das ja. Das ist alles in Frankreich gewesen, sozusagen. Ich sag's halt nicht. Dann kann mich 39 angreifen. Na, leck mich doch. Natürlich kommen die da auch, wo gedrillt wird. Fick dich. Das Ende von Ajam ist eingeläutet worden, ja. Ich wollte nur eine Provinz da links haben, damit sich die anderen möglichst wenig gönnen können, aber. Ja. Irak hat Nein gesagt. Ich habe keinen Bock, noch eine Bündniskoalition mit Irak gegen mich zu haben. Kann ich meine Armee noch mal so durch haben? Das ist ganz schwierig. Was haben wir denn noch mal dabei? Nee, was? Chinookische Nationalisten? Das sind ja nicht meine. Kriegen wir schon hin. Zeit, dass ich das mal fördere, ne? Den Kolonialismus. Was kostet es denn? Eins? Den habe ich immer noch nicht. Ja, irgendwann kostet es nur noch eins, wenn du alles hast. Alles.
Sieg. Kolonisten plus 1. Dann auf nach Brasilien mit euch. Aber keine Ahnung, was ich 39 da mache. Was machst du 39? Ne? Ich meine. Kannst du wirklich anfangen, ja. Schau doch mal bei Polen vorbei. Das ist ein bisschen sehr weit weg von mir. Wir haben ja keinen Polen. Dann tanke ich einfach mal wieder 50 Jahre Krieg mit Japan. Das neue Polen heißt Böhmen. Oh, die BGM-Provinz minus 105. Japan mag das gar nicht, dass ich da neben ihnen kolonisiere. Also ganz normal. Ich kann nicht mal Berater gründen. Du musst Berater einstellen, nicht gründen. Du machst es falsch. Zeug, das ich schon habe. Du kannst vielleicht das nächste gründen. Ach so, ist ja schade. Jetzt macht es einen Unterschied, ob ich Barate jetzt angreife und Tang mir den Krieg erkläre oder ob ich den Krieg nicht führe und der Tang nachher den Krieg erklärt. Also meine Entwicklung ist 1100 größer, aber ich habe keine Schnitte gegen die, weil ich die scheiß Ideen da nicht habe. Ich hätte gern mal 1000. Entwicklung. Ich habe 802 aktuell. Du musst halt Provinzen ausbauen. Keine Ahnung, was ihr armen Leute da macht. Ich müsste im Prinzip alle Stacks irgendwie auf 25.000 oder so hochdrehen, aber Zentralafrika. Ah, der Papst sagt, ihm gehört Zentralafrika, verstehe. Verstehe. Ja, wie der Papst das sagt, dass dem Papst Zentralafrika gehört, muss es wohl stimmen. Naja, solange Cordoba nicht angegriffen wird. Ich werde gar nichts mehr angegriffen, weil ich führe auch dieses ganze Clusterfuck an. Ich werde jetzt nur noch angegriffen, ja.
los, Mann. Mal gespannt, was noch mit dem Sicher passiert. Hm? Ich schwank nichts Gutes. Ach so. Ich glaube nicht, dass sie dich gleich wieder angreifen werden. Nee, 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 KI noch nicht. Ich will das nicht maximal ausnutzen. Ich brauche 3 Stabilität, ich brauche 1 Stabilität mehr. Ja, Britannien kommt halt schlecht zu dir durch, ne? Ich meine, das ist ja alles. Wir haben es nicht mal versucht. Das stimmt auch wieder, aber die wären auch schlecht durchgekommen. Protestantisch aktiv oder Tech-Stufe 57 erreicht? Peter ist schon ganz sehr abwesend. Ist einfach gegangen. Peter ist einfach AFK gegangen. Ich glaube es wirklich so langsam. Ist er noch in Discord? Ja. Ich habe ihn nicht gefragt. Sei ruhig. Wir sprechen mit Peter, nicht mit dir. Peter plant bestimmt Angriffe gegen Cordoba. Das darf er aber nicht, weil das ist das. Dann ist Zeitlupe hier wieder angesagt. Und D-Syncs und so ein Scheiß kommt dann wieder die ganze Zeit. Japan hasst mich jetzt wohl. Die mögen das so gar nicht, dass ich neben denen gesiedelt habe. Also so wirklich gar nicht. Oh, bei das nächste Zeitalter. Da hat... ja. Peter ist mir ganz schnell so dort. So, ich arbeite mal an meiner 4. Kolonialisierung. Muss ja, irgendwas muss man ja machen. So, Marata hat auch irgendwie wieder so viel. Die Qualitätsideen haben die. Ach, kam halt Quantitätsideen. Mhm. Können die bei so wenig Land noch so viele Truppen haben? Komm. Das ist doch alles ein Witz hier. Ist halt die Frage, pfeife ich jetzt an. Oder warte ich einfach mal bis dann. Ja, das Problem ist eigentlich so. Das ist ja. Es ist mal wieder alles totale Scheiße. Hmm.
Tyrtiden gibt es ja auch. So, Cordoba hat jetzt auch eine Kolonie. Kolumbien. Kolumbien? Oh, die Niederlande macht sich ja in Nordamerika breit. In Nordamerika kommen wir nicht so gut hin. Oder nicht von der richtigen Seite. Ja, Nordamerika. Ja, ich habe schon mal von gehört. Jetzt Kanada und Mexiko und ja. Ja, bis ich hier Wasser sehe, dauert das noch eine ganze Weile. Ja, Kongo. Ich sehe den Kongo nicht. Doch, ich sehe andere. Ah, perfekt. Erfolgreich neben Japan gesiegt. Jetzt kann ich theoretisch Japan angreifen. Aber Japan, ich habe halt nur einen Fleck. Ja, das wird nichts. Brauchen wir hier Straßen überall. Ach, da ist er. Ganz im Norden. Wer, was, wo? Was zu reden, komischer Mann. Was du wollen? War das unbesiedelt oder warum bist du da? Ja, das war unbesiedelt. Ich hätte nicht besiedeln können. Das ist erstaunlich. Ne? Warst du wohl schneller als Japan? Ich hab doch nicht keine Kunden. Kann Japan kolonisieren? Nee, auch nicht. Wieso? Nee. Aber wir haben Quantität, Qualität und Offensividee. Ja, da möchte ich nicht reinschlagen. Ja, aber. So. Die haben sonst nicht viel, ne? Also, weiß ich nicht. Ja, die haben halt. Ich müsste halt alles auf diesen Fleck stopfen und dann. Die haben auch keine Verbündeten. Oder? Ja, aber ich müsste alles auf diese Insel bekommen. Das ist ein kleines Problem, sag ich mal. Ich würde es probieren. Du mich auch. Du mich auch. Ich muss mal ein bisschen auf die andere Seite schieben. Dann haben wir Maratha umzingelt. Einer meiner Geheime ist tot passiert. Ah, jetzt wo ich meine Truppen da abgezogen habe, kommen die Rebellen hoch, natürlich. Nicht in die Niederlande, aber nicht Frankreich. Wir kämen sonst in Frankreich im Prinzip. Frankreich ist die einzige Großmacht, die vielleicht noch in Frankreich kämen. Böhmen sehe ich auch. Oder Böhmen. Frankreich oder Böhmen?